Hallo, eine Mauer in Deutschland oder 1 plus 1 ist 1, das ist das Thema unserer Kinderuni heute. Die Zeitungen, das Fernsehen sind voll von dem, was vor 20 Jahren in Deutschland passiert ist. Was da passiert ist, wie es so gekommen ist und warum das Ganze so war und was es für uns heute bedeutet, das ist das Thema der Kinderuni heute Morgen. Viel Spaß! Willkommen zur Kinderuni! Chinesische Mauer oder was? Was kennst du für welche? Weiß nicht, kenn keine. Die Mainzer Mauer im Volkspark. Gartenmauer. Berliner Mauer. Berliner Mauer? Deutschland lag genau auf der Grenze, an der Grenze oder die Grenze zwischen Ost und West, diesen beiden Blöcken, die sich immer stärker gegenüberstanden, die sich gegenseitig bedrohten, aber die auch Angst voreinander hatten. Die Grenze zwischen beiden Blöcken lief mitten durch Deutschland. Wir sehen ihn hier, er hat eine Fahne am Hut. Was glaubt ihr, welche Fahne das ist? Die kennt ihr ganz bestimmt. Das ist Uncle Sam aus the United States von America. Happy to have you here. Thank you. Sagen Sie mal, Uncle Sam, was ist denn Ihre Vorstellung? Der Herr Wittig hat vorhin gefragt, warum Sie sich mit dem da drüben nicht verstehen. Was ist denn Ihre Idee? Wie sollen denn die Menschen eigentlich in dem Land leben, für das Sie hier stehen? Wir glauben, jeder Mensch hat das Recht, frei zu entscheiden, zu leben, zu sagen, zu denken, was er oder sie will. Das ist interessant. Also jeder soll frei leben, frei bestimmen, was er tut, wie er leben möchte. Aber wer ist denn bei Ihnen der Bestimmer? Da muss er auch bestimmt werden, was eigentlich gemacht wird. Wer ist der oberste Bestimmer bei Ihnen? Fair Government, eine Regierung. Eine Regierung, okay, gut, das gibt's überall. Aber sagen Sie, wer bestimmt denn über die Regierung? Wie passiert das? Everybody, the people, das Volk wählt die Regierung. Wie sieht es bei Ihnen aus? Bei uns soll jeder gleich sein. Jedem soll gegeben werden, was er braucht. Das klingt eigentlich gut. Jeder ist gleich und jeder soll das bekommen, was er braucht. Das klingt nicht schlecht. Aber sagen Sie, wer entscheidet denn darüber, was jeder braucht? Darf das jeder selbst entscheiden, was er braucht? Natürlich nicht. Bei uns entscheidet die Partei. Richtig, was ist los da drüben? Ich glaube, Onkel Sam weiß, wie man sich Freude macht. Ich glaube, wir müssen mal fragen, was ist denn bei euch hier? Ihr sitzt auf der anderen Seite. Wir müssen euch, glaube ich, wie findet ihr denn das? Also ihr seid jetzt in der DDR, das ist doch das klar hier drüben. Wie findest du das hier drüben in der DDR? Ungesund. Ja. Seht ihr, jetzt hat die Lena da hinten gesagt, dass sie das eigentlich nicht so gut findet. Und da sind ein paar ziemlich unsympathische Herren erschienen und die haben ihr ziemlich Angst gemacht. Und das in der Tat, das war das Problem. Wenn man in der DDR dagegen war und wenn man etwas sagte, dann konnte man ganz schnell große Schwierigkeiten bekommen. Man konnte sein, dass man nicht studieren durfte. Es konnte sein, dass man nicht studieren durfte. Dass man seine Arbeit verlor. Die Stasi hat das gesamte Land überwacht. Aufstehen! Aufstehen! Tisch hochklappen! Alle Tische hochklappen! Was hast du gerade gesagt? Was? Da hat ein Kind gesagt, es findet die DDR schlecht. Und was heißt das? Das heißt, dass es Probleme bekommt. Das ist, glaube ich, sehr ungemütlich. Versuch doch mal, ob einer rüberkommt. Und Kinder, genauso wie das jetzt gerade hier passiert ist. Genauso ist es in Deutschland passiert. Hunderttausende von Menschen in der DDR haben das Land verlassen. Die DDR hat ihre Grenzen zur Bundesrepublik dicht gemacht. Die Grenze war so dicht abgeriegelt, dass man da nicht drüber kam. Es haben immer wieder Leute versucht, irgendwie über die Grenze zu fliehen. Aber das war ungeheuer gefährlich. Am 9. November 1989 ist die Mauer in Berlin gefallen. Wir sind ein Volk! Wir sind ein Volk!
Die meisten Deutschen in der DDR haben, als die Mauer gefallen war, gesagt, wir sind ein Volk und wir wollen mit den Westdeutschen zusammen wieder ein Deutschland sein. Tschüss! Beim nächsten Mal bei Kinderuni, das nächste Mal ist die Eiszeit.